Durchschnittsbon pro Gast, darf ich das sagen? 80 Euro, das ist Champions League. Heute haben wir eine Person aus Berlin, mit denen werden wir reden. Adriano heißt der Mann. Kennt ganz viele von euch, weil er wahrscheinlich 100.000 Mal schon in der Bildzeitung war. Hat von null angefangen, mit 29 ganz weit oben und dann eine fette Millioneninsolvenz hingelegt. Und im zweiten Jahr dann ging alles den Berg runter. Musste 2019 Insolvenz anmelden. Und heute sitzt er im Restaurant wie ein Babo und genießt das Leben. Kannst du den Zuschauern mal vielleicht sagen, an guten Tagen, was der Umsatz war von so einer Bar? Also Rekord. Ja. Mit einer Bar. 50k, alter Schwede, ich dreh durch. Ob es wirklich alles so ist, das werden wir ihn fragen. Ich möchte mal so ein bisschen seine Geschichte erfahren, wie es sich lebt mit einer Michaela Schäfer 5 Jahre zusammen. Schauen und sehen mal, warum er es geschafft hat, so bekannt zu werden in so einer Riesenstadt. Da war ein Gerichtsfalls hier, ab muss ja die Schlüssel übergeben. Fragt er mich, ob irgendwas Persönliches mitnehmen. Ich hatte eine Flasche 6 Liter Champagner von Bollinger. Ich habe nur die Flasche mitgenommen. Schlussübergabe, sagt okay, danke, auf Wiedersehen. Bin danach mit meiner damaligen Freundin, habe erstmal mit ihr Schluss gemacht und nach dem Frühstück habe ich zu mir gesagt, Adriano, du hattest nie einen Club gehabt, du hattest nie 2 Millionen D-Mark gehabt, du hast nie Geld verloren. Nach dem Frühstück übergibst du jetzt alle deine Leasingsautos, Wagen und morgen fängst du von null an. Bellucci hat sich so etabliert, dass wenn ich was von mir halte, muss ich Bellucci besuchen. Und deswegen, Adriano, ja, hast du gute Job gemacht. Ah, danke. Seit 2017 kennen wir uns schon, ja. Alte Gastro-Kollegen. Der beste Gastro-Flüsterer. Nochmal, wir müssen nochmal. Aber damals war ich kein Gastro-Flüsterer, ne? 2017. Ja, aber einmal. Hallo, meine liebe Gastro-Kollegen. Hammer. Dankeschön, willkommen nochmal. 2017, Leute. 2017. Da war Gastro-Flüsterer noch nicht mal hier in meinem Kopf drin, ne? Kannten wir uns schon. Ich habe da hinten gegessen. Genau. Jetzt zeige ich euch mal den Laden. Also Adriano, die Bilder sind sowieso spezial. Ja, die Bilder sind sehr spezial und natürlich jedes Bild hat auch eine Vorgeschichte. Aber ich zeige euch mal meinen wunderbaren... Wenn du reinkommst, siehst du erstmal die Palette. Da sind, fangen wir mit der kompletten Champagner, also das, das Herz begehrt von Rosé, Weißwein und natürlich die besten Weine aus Italien von Masetto, Opus One, Gaia, Chateau Rothschild, Sassi Kajer, Tignanello, Promis, La Gella, Le Volte, Zuriga. Also hier die Breite ist komplett von Norden bis Süden, von Süden bis Norden. Dann gehen wir weiter. Karl Lagerfeld. Legende. Legende, Modeikone. Mit Carla Bruni, Pariser Hotel. Café de Paris, glaube ich, Monte Carlo. Es ist in den 90ern entstanden. Und das ganze Konzept hier von den Bildern ist in 90er Models. Zeitlos, elegant, schwarz-weiß. Und natürlich mein Liebling, Monica Bellucci. Ihr habe ich den Laden gewidmet. Ehrlich? Ehrlich. Deswegen Bellucci? Deswegen Bellucci. Das wusste ich selber noch nicht. Die Geschichte habe ich ja noch nicht erzählt. 99, 2000 habe ich in Nizza gearbeitet. Dann habe ich sie kennengelernt. Richtig persönlich? Richtig persönlich kennengelernt. Am letzten Abend habe ich zu ihr gesagt, ich will dich heiraten. Nee, wenn ich einen Laden eröffne, der dir würdig ist, nenne ich es Bellucci. Das hier ist ihr gewidmet. Die Liebe geht über alle Kontinente hinaus. Kate Moss, Naomi Campbell. Oh, die haben viel gefeiert. Das Bild sieht das für mich aus wie Party. London, Kellerparty. Krass. 6 Uhr morgens, mit einer Zigarre im Mund. Anderes Zeugs, keine Ahnung, was die da gemacht haben. Ja, das sagt mehr als 1000 Worte. Ja. Das ist doch ein Hollywood-Schauspieler, oder? Ja, genau. Miami Vice. Ja.
normalerweise Miami Vice. Krass, bist du öfter hier im Restaurant? Ja, durchaus. Ja. Was macht das Bellucci für dich aus? Vor allem dieser Mann. Nee, Bellucci macht aus hervorragendes Essen, muss man wirklich sagen. Ich mag die Location, ich mag, dass alles ziemlich nah beieinander ist, dass du auch in Kontakt mit anderen Leuten kommst. Klar. Und das ist einfach mega gelegen, wir sind super gerne am Kudamm. Und die Qualität lässt einfach nicht nach. Du weißt genau, was du bekommst. Und das macht ganz viel aus. Aber ist doch so ein bisschen auch hier sehen und gesehen werden, oder? Ein Stück weit sicherlich schon, ja. Aber es ist auch, darum finde ich es übrigens schade, dass die Bar zugemacht wird. Ja. Die Bar, die er hatte, ne? Da waren doch alle, oder? Ja, ich denke. Ja, doch schon. Wir waren da sehr, sehr gerne. Weil wenn du einmal einen Anlaufpunkt hast, wo du genau weißt, was du bekommst, dann gehst du da immer wieder hin. Das ist irgendwo ein Vertrauensding. Das ist, du hast ja auch irgendwann dann so ein bisschen einen kleinen Draht auch. Du weißt, okay, da wirst du gut empfangen. Das passt einfach alles. Ja, also das hast du ja nicht immer überall. Und darum kommen wir auch immer wieder hierher. Bist du mit deiner Freundin hier? Ja, mit meiner Freundin, mit Omi und noch einem Freund hier. Hast du deine Freundin hier kennengelernt? Nee, tatsächlich nicht. Nee, aber nee. Passiert auch, ne? Ja, das kann ich mir vorstellen. Wir hatten wirklich hier sehr viele Heiratsanträge gehabt. Ach, das glaube ich. Da war ein Pärchen, die haben sich wirklich 2010 hier kennengelernt und irgendwie 6 oder 7 Jahre später wollten sie hier nochmal das kennenlernen, feiern und allem drum und dran. Also cool. Das habe ich wirklich sehr, sehr oft. Seit 2010 ja. Bist du hier mit Bellucci. Hier mit Bellucci Restaurant. 14 Jahre, unglaublich. Und wie ist einer meiner Stammgästen? Okay. Wir kommen aus Magdeburg tatsächlich auch. Siehst du, ja. Aus Magdeburg hierher. Ja. Aber er hat ja auch schon ein bisschen, wenn du mal so guckst, Versage, Schuhe, also diese Outfit, die Uhr, ich glaube mal, das sind so 50.000, oder? Mindestens. Na, nee, das würde ich jetzt nicht sagen, aber also. Ja. Aber so der, ist schon so dein Ding, der oder? Der hat so Miami Vice Ferrari. Echt, dieses Miami, ganz alte? Miami Vice. Nein. Ja. In den Don Johnson gefahren ja. Ist? Ja, genau. Aber nicht in Weiß. In Rot. Du hast in Rot. Wie wertvoll ist das denn jetzt? Also ich schätze mal vielleicht so 150.000. Was machst du beruflich? Ich bin Tätowierer. Alter, krass, aber warum? Du hast gar keine Ahnung. Nein, ich bin frei. Ich bin also frei von Tattoos. Weißt du, der hat verkauft, nimmt gerne. So genau so. Hä? So Hammer. Also wir sind in Berlin angekommen, jetzt weiß ich das. Unglaublich. Ja. Krass. Genau. Hast du überhaupt einen Titel irgendwo? Nee, gar nicht. Aber dann als Tätowierer verdient man mehr als Gastronom? Nein, vielleicht? Das würde ich jetzt nicht behaupten. Ah. Aber nein, darum geht es ja auch gar nicht. Also ich habe ein Studio in Magdeburg bei uns und ja, das läuft. Wir existieren seit über 20 Jahren und ich mache das jetzt seit 12 Jahren. Ich habe das Ganze von meinem Vater übernommen. Und Papa schon gemacht. Papa schon gemacht, genau. Der aber schon lange raus jetzt. Und ja, das führe ich fort, ja. Das läuft. Ich habe auch gesehen, weißt du, wie ihr euch empfangen habt. Mhm. Und ich glaube, dafür steht auch Adriano. Ja. Das können aber auch Italiener, so dieses herzliche Empfangen. Genau. Und du hast das Gefühl, Alter, das ist meine Familie. Und jetzt bin ich da. Wenn meine Stammgäste reinkommen, ich will die persönlich umarmen, zu Tisch bringen. Und die bekommen nur das Beste. Ja. Also, das ist seit 14 Jahren mal hier gesagt. Oh, Zollige, oh, Vorsicht. Ja. Nee, aber das ist genau das, was man ja versprüht bekommt hier oder bekommt einfach, wenn man hier reinkommt, freundliche Umarmung, hallo. Das muss man ja nicht immer haben. Das ist ja auch, man geht ja auch in gute Restaurants, wo das nicht so ist, aber das ist hier richtig heimisch schon einfach. Heimisch. Fühlt sich einfach wohl, weißt du? Aber wenn ich so Berichte sehe oder in der Bild-Zeitung über ihn berichtet wird, weil er eine bekannte Freundin hat, die übrigens auch Kundin von mir ist. Ah, okay. Michaela Schäfer ja auch Kundin von mir. Ach so, ja, super. Und, ja. Aber hier sind ja auch viele so Promis unterwegs, die hier reinkommen. Macht das auch so ein bisschen den Charme dieses Ladens aus? Jetzt gar nicht negativ gemeint. Ich glaube, für Adriano ist das super, super toll. Ist aber für uns jetzt nicht wichtig. Also wenn man hierher kommt, das ist nicht so, oh cool, wir werden jetzt hier irgendwo einen Promi sehen oder sonst was. Weil du wirst ja behandelt wie jeder andere auch. Auch als Nicht-Promi bist du ja ganz die normal die behandelt. Promis behandeln. Genau. Das ist kurz besser ausgedrückt. Ja, genau. Meine Stammgäste werden genau die Promis behandeln. Das, was du hier jeden Tag tust, warum du Stammgäste bist, das kann man das lernen? Ich hatte ja von BZ einen Artikel bekommen. Wusste ich nicht, wie Claudia war ja da. Claudia? Claudia, die Reporterin von BZ. Okay. Und dann ein Stammgast schickt mir, sagt er dran, du stehst gerade auf BZ, prominente Platzierung. Dann lese ich den Bericht, mega geil. Also sie war hier als No-Name und ich habe hier den besten Tisch gegeben und das war ein mega Artikel. Also und das hast du gemerkt auch, dass genau, es dann... Als nicht Prominenter bekommt man immer einen
schönsten Tisch. Und was ist deine Lieblingsspeise, was du hier gerne isst? Trüffelpasta. Ja, genau. Ist das unser Signature-Dish hier? Ja, Trüffelpasta? Das Ding läuft. Ja. Das müssen wir mal testen, Trüffelpasta. Ja, unbedingt. Also Trüffelpasta ist wirklich. Ist wirklich Hammer. Schreibt uns mal in die Kommentare, vielleicht an der Stelle, ob ihr mal in Bellucci in Berlin wart. Und wenn ihr mal herkommt, dann werdet ihr mit Sicherheit Adriano. Ich habe mir auch hier treffen. Ja, definitiv. Jeden Tag hier? Jeden Abend. Jeden Tag. Ab 17 Uhr. Immer hier. Ja. Dankeschön. Ne? Danke. Du bist auch Gast. Sind Sie auch Stammgast hier? Er kennt mich aber nicht. Nee? Nein, aber Sie gucken schon so. Ne? Wie kann das sein, dass Sie das kennen? Ich wohne hier seit 20, 25 Jahren und ich komme sehr oft hierher und vorher gab es euch hier gar nicht. Aber seit 14 Jahren, ne? Ich jetzt. Weiß. Wie heißt du? Victoria. Adriano. Hi, Adriano. Ich glaube, jetzt ist vorbei. Ab jetzt ist vorbei. Darf ich fragen, wer du bist? Ich bin Adriano. Adriano, genau. De... Celentano. Das wollte ich jetzt von Ihnen. Aber ich kann euch wirklich eins sagen. Hier, Bellucci. Wie viel hast du bezahlt? Wie viele Leute hier? Er hat mich nicht bezahlt. Mal Spaß. Und wer mich kennt, weiß, dass man mich nicht bezahlen muss für die Wahrheit. Ja, das ist schön gesagt. Auf jeden Fall, es ist eine super Location. Und ich habe hier einen Kenner heute gesehen. Den kenne ich seit 20 Jahren. Nee. Und wow. Wer die Kellnerin hier. Paulina. Tschüss, Paulina. Und sie habe ich hier neulich erst kennengelernt. Aber der Kollege hier vorne kennt mich. Den meinst du? Siehst du, wie schön er ist? Siehst du, nach 20 Jahren hat er sich nicht verändert. Wir steigen bei Polinucci. Politik pur. Du bist jetzt im besten Restaurant, Mensch. Bellucci hat auch diese Ecke hier am Adenauerplatz eine Art von Prestige gegeben. Okay, geil. Weil das ist die Gastro, ne? Auch wenn du es ist Anfang 2006 bin ich nach Berlin gekommen. Und Bellucci war noch nicht hier. Ich kannte hier alle Läden, alle von Rolf Egen bis sonst wo. Aber Bellucci hat sich so etabliert, dass wenn ich was von mir halte, muss ich Bellucci besuchen. Und deswegen, Adriano, hast du gute Sachen gemacht. Danke. Du hast komplett Abriss. Aber alle, ne? Alle. Hey! Guck mal, ich hab Gänsehaut. Adam, was machst du mit mir? Okay, also ihr seht, hier ist nichts programmiert. Hier passiert alles per Sekunde. Und wir können nichts hier steuern. Es steuert sich von selbst. Adriano. Zeig uns doch mal das Herzstück, die Küche. Okay, komm, wir gehen direkt in die Küche. Aber schau mal, wie schön die Bar ist. Unvorbereitet. Franco hat es. Oh, ein Model? Maria ist ein Model. Maria. Ist deine Küchen schon Maria ist seit Dakota Seco? 8 Jahre. Maria ist seit 8 Jahren hier. Ja. Franco. Ciao, Franco. Aspetta. Vieni qua, è uguale. Siamo autentico, autentico. 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 Vieni, vieni. Questo è Franco Colucci. Da quanto sei da me? 6 anni. No, di più. Che sì, per 6 a mezzo, 7. 7, 7 anni. Warum seid ihr so lange hier? Was macht er richtig? Was ist gut? Adriano ist groß. Großer Chef. Aber sie ist doch ein Model, das ist doch keine Köchin. Ja. Model. Ich liebe sie. Sie ist toll. Franco sowieso. Maria ist wirklich seit 8 Jahren. Sie ist die Schulchefin von Franco. Sie hat von null angefangen. Keine Kocherfahrung, nichts. Und doch, sie hatte so ein bisschen Koch, aber jetzt ist die Schulchefin von Franco Pelucci. Ist heute viel los? Heute? Ja, ja. Heute ist viel los, ja? Wie viele Reservierungen haben wir, Adriano, heute? Ich glaube, ich muss es auf Tablet schauen, aber wir sind ausgebucht. 150? Ja, ich denke, ja. 120. 120, glaube ich. Okay. Dankeschön. Ich denke mir, hä? Was ist denn jetzt? Ich habe gedacht, du hast Statisten geschaut, ja? Und hast die Küche angesungen. Das ist ein Model. Maria, ich liebe sie. Die kam rein und sagte, ja, hast du einen Job für mich? Und sagt, ja. Was kannst du? Sagt, ja, in der Küche helfen.
Nach 6 Monaten hat sie so bewiesen und sagt, weißt du was, komm. Es lohnt sich, Leute mit einer guten Einstellung aufzubauen, ganz klar. Und sie ist so diszipliniert, in 8 Jahren nicht mal einen Tag zu spät gekommen. Sie guckt nicht auf die Uhr. Wir gehen um 17 Uhr, 23 Uhr. Die können um 23.30 Uhr alle nach Hause gehen. Wenn ein Gast um 23 Uhr kommt und sagt, hey Adriana, kann ich noch eine Pizza haben? Maria sagt sofort. Also du hast ja wirklich ein gutes Team, was funktioniert. Ich bin auch so dankbar. Ich bin mega, mega, mega dankbar, dass du mein Team hast. Adriano, das ist eine Erfolgsformel, was ich hier sehe. Lass uns mal sitzen und erzähl uns mal deine persönliche Geschichte, wie du es geschafft hast, bis hierher zu kommen. Was waren die Hürden? Lass uns sitzen. Das ist eine sehr lange Geschichte. Dafür brauchen wir 3 Flaschen Wein und 8 Stunden. Aber wir setzen uns hin und erzähle es euch mal eine kurze Version. Weil du hast seit 5 Jahren, bist du mit Michaela Schäfer zusammen. Letzte Woche habe ich in der Pizza... Michaela Schäfer. 5 Jahre zusammen. Jetzt habe ich Bild-Zeitung gelesen, ein bisschen rieselt. Ja, wir sind seit 3 Monaten nicht mehr zusammen. Ich war 5 Jahre glücklich mit ihr. Es war eine tolle Zeit. Sie ist eine Powerfrau. Sie ist so diszipliniert, wo ich manchmal selber erstaunt war. Immer noch bin, weil die Frau ist eine Maschine. Wahnsinn. Sie steht um 4 Uhr morgens auf, fliegt nach Südtirol, macht hier eine Show, sie ist auch DJ. Dann fliegt sie um Mitternacht nach München oder mit Auto nach München und ist um 7 Uhr morgens zu Hause. Dann schläft sie 1-2 Stunden, dann geht sie zum nächsten Event. Also die Frau ist eine Maschine. Wahnsinn. Also und schon lange im Business, ne? Wie lange macht das die Karriere schon? Die macht auch seit über 10 Jahren. Und die ist eine mega Geschäftsfrau. Ich habe viele Fragen. Wow. Komm. Setzen wir uns draußen? Ja. Setzen wir uns raus. Wir sitzen auf deiner wunderschönen Terrasse. Ja. Als ich reinkam, saßt du auch hier. Sitzt du oft hier? Um 9 Uhr jeden Tag bin ich hier, trinke meinen Kaffee, ein Espresso, Wasser, hole meinen Laptop und arbeite. Und man ist auch stolz irgendwo, ne? Dass man hier, ich meine, das sieht hier so einfach aus, aber hier stecken 14 Jahre Arbeit drin. Es sieht nach außen sehr einfach, aber es ist natürlich eine mega harte Arbeit, weil jeder kennt das Bellucci, Caligali. Tolles Restaurant, gutes Essen, toller Service, aber ich beginne um 8 Uhr morgens und mein Tag endet 0 Uhr, 1 Uhr, Wochenende vielleicht bis 2. Also ist ein Fulltime 15, 16, 17 Stunden Job. Ja, wer Gastro liebt, tut das, auch. Würdest du was anderes machen? Niemals im Leben. Nein, ich mache Gastro seit 97, seit 2002 selbstständig und wollte keinen anderen Beruf in Erwägung ziehen. Aber fangen wir mal ganz vorne an. Du bist nach Berlin gekommen, um Schauspieler zu werden. Ja. Wer bist du Schauspieler? Ja, Schauspieler. Ich bin 96 nach Berlin gekommen, um Schauspieler zu werden. Und das Schlimmste daran ist, ich habe ja meine Mutter 1 Jahr lang angelogen, dass du Schauspieler bist. Dass ich Schauspieler bin, weil da hat ja mein Schauspielstudium ja angefangen. Und dann zur Sommerferien, wie jeder Student, geht in den Gastro. Mein erstes Restaurant war im Rudo. Da habe ich damals in der Küche angefangen. Hat mir gar nichts gefallen. Weil ich bin ja ein Mensch, der vorne steht, der die Leute begrüßt, der halt Entertainment bietet, uns etc. Und dann habe ich in Prenzlauer Berg als Barkeeper angefangen. Und da dachte ich mir, wow, wie geil ist das denn? Jeden Abend schön 100 D-Mark schwarz. Plus Trinkgeld, das war so viel Geld. Ich dachte, so viel Geld kann damals, ich nicht. Da war es ja ganz einfach, weil, nicht so wie heute. Und da habe ich ja festgestellt, Schauspielerei ist nicht für mich. Und nach 4 Wochen Barkeeper habe ich wusste ich werde Gastronom. Und da habe ich meine Mutter 1 Jahr angelogen, weil sie musste mich ja auch finanzieren. Natürlich war sehr enttäuscht, mega enttäuscht.
Aber heute ist sie mega stolz. Sie ist stolz. Sie ist mega stolz. Und so hat es angefangen. Wir haben echt eine Parallele mit Adriano. Wir sind fast gleich alt. Ich bin 2 Jahre älter. Ja. Und wir sind, haben beide gestartet als Barkeeper. Ich habe auch als Barkeeper angefangen. Ja, da kommt man viel rum. Und damals, weiß nicht, ob du das kennst, den Cocktailfilm mit Tom Cruise, Cocktail? Ja. Boah, ich habe das gesehen. Ich habe zu meinem Papa gesagt, ich gehe nach Hamburg. Sagte, was willst du machen? Ich sage, ja, meine Ausbildung ist zu Ende. Ich will jetzt Barkeeper werden. Oh. Weil Tom Cruise hat alles gehabt. Frauen, Geld, Ruhm, alles sah gut aus. Am Beach, seine Bar. Genau. Und dann hast du gesagt, okay, ich fange jetzt an und bin Barkeeper. Wie ist es dann weitergegangen? Da habe ich ja weiter als Barkeeper gearbeitet und nach einer Weile dachte ich mir, okay, weil ich bin so ein Typ Mensch, der entweder ganz oder gar nicht. Also ich wollte schon was Professionelles aufbauen. Dann hatte ich am Ausbildungshotel Hotel am Kurfürstendamm angefangen. Das war ein 0815 Hotel. Nur um halt so ein bisschen meine Mutter zu beruhigen. Er sagt, okay, ich fange jetzt eine Ausbildung als Restaurantfachmann oder Hotelfachmann. Und nach einer Weile, das war gar nichts für mich, bin von dort weggegangen, Rucksack, Italien. Und das war die beste Entscheidung meines Lebens. Hab dort in verschiedenen Restaurants gearbeitet, für nichts. Geld, zu lernen? Mir war, genau, Geld war mir wirklich 0,0 wichtig. Einfach rein, bisschen Taschengeld. Ich wollte nur lernen. Und dann, genau, Anfang 18, Hotel Regina, 5-Sterne-Haus, mitten im hier Rom. Hier in Rom. Okay. Rom. 8 Monate dort geblieben, habe alles erlernt, was man lernen kann. Danach ganze Côte d'Azur. Auch noch mitgenommen? Auch mitgenommen, dann Berlin. Aber nicht Bellucci, sondern hast du erstmal einen Laden aufgemacht. Bellucci kam erst spät. Boah, 2012. Hatte ich mein erstes Café. Also mal klein angefangen mit dem Café, Santana, um reinzukommen. Santana Café in Kreuzberg. Den Laden gibt es immer noch. War ein Studentencafé. Da hatten wir eine Flasche Becks für 1,250. Keine Ahnung, war 24 Stunden geöffnet. Okay, aber Berlin 24 Stunden, da war auch alles im Spiel, ne? Kreuzberg, guck mal, das ist hier in der Nähe von Bergmannstraße, Bergmann-Kiez. Ich weiß nicht, ob ihr Bergmann-Kiez ist. Ist da am Berghain da? Bergmann-Kiez ist einer der angesagten Kiezen in Berlin. Und Santana Café war ca. 300-400-500 Meter entfernt. Damals war eine komplett andere Zeit. Da war ein Studentencafé, Becks, Heineken, so haben wir verkauft. Die Leute haben dort gekifft. Als Studentenlife. Konsumieren. Ja, das war aber nicht für mich. Also hast du da auch mitgemacht, so auch mitgetrunken und Party gemacht, oder hast du dich zurückgehalten? Weil in der Szene ist ja schwierig. Ich muss zugeben, schon was. Ich bin ja Gastronom, ich muss mich ja da ein bisschen entertainen. Aber auf Dauer habe ich ja gemerkt, dass. Geht nicht. Das geht nicht. Und es war ja natürlich nicht mein Style. Ich bin halt. Ich habe den Laden durch Zufall ja übernommen. Das ist ein Bekannter von mir, der halt unbedingt mir das verkaufen wollte. Erstmal als Partner mit reingenommen und dann hat er mir komplett überlassen. Eigentlich bin ich ihm dankbar. Weil das war ja auch. Das war Einstieg, ne? Einstieg, genau, anfänglich. Und nach 2 Jahren habe ich den Laden für gutes Geld verkauft und habe dann mein erstes Restaurant in Kudamm. Weil mein Ziel war Kudamm. Direkt, und damals war Kudamm nicht so wie jetzt, das war die Meile. Kudamm. Schickimicki. Schickimicki, längste Boulevard Europas. Also wir haben von Halensee bis KDW, ich glaube, sind 7-8 Kilometer. Ab krass. Oliver Platz fangen die Geschäfte an, jetzt wie Gucci, Louis Vuitton, Chanel etc. Mein Ziel war auf jeden Fall Kudamm. Ich liebe den Westen und Kudamm war für mich Nummer 1, Punkt 1. Guck mal, da kommen meine Gäste, die müssen wir einmal Hallo begrüßen. Natürlich. Ja? Komm. Wir haben unsere Gäste begrüßt, platziert am Tisch 52 oder? 51. Bester Tisch von Vasili. Wieso? Ja, das sind die besten Tische. Ah, okay, das sind die guten Tische. Lass mich mal gucken. Ah ja, okay, da schön. Ne? Außerdem ist ja auch dein Freund. Ja, na, das ist nichts ist Zufall hier, meine Damen und Herren. Du hast mir vorhin von Vasili erzählt. Ja. Ich habe dir gespeichert. Ich in so einem Laden ist das auch wichtig, wer macht was, was tut er, was sind seine Hobbys. Du weißt wahrscheinlich ganz genau, Kundenklientel hier. Kennst du Vorlieben und so entsprechend gestaltet ihr den Abend? Ich kenne jeden Gast mit Vornamen und Nachnamen. Falls den Hund dabei haben, weiß ich, wie der Hund heißt. Aber wir kommen jetzt zurück zum Thema. Dann hast du dein Restaurant aufgemacht. Ja, mein erstes Restaurant. Nardini. Wie? Nardini. Nardini. Es gibt eine Grappa in Italien. Da dachte ich mir, okay, komm, nächste Nardini.
Ich fand den Namen irgendwie cool damals. War in der Sübelecke Dreusen, ich war nicht weit von hier, so ca. 300 Meter. War so ein Kiezladen. Und das war mein erstes italienisches Restaurant, ein bisschen abseits vom Kudamm. Nach 2 Jahren habe ich gemerkt, dass ich da nicht weiterkomme. Also, war die Lage schlecht? Es war ein Kiezladen. Es hat nicht gepasst. Es hat nicht gepasst. Ich habe gemerkt, ich entwickle mich sehr langsam. Und dann habe ich 2015 hier vorne, Kudamm 173, glaube ich, ist jetzt, oder 72, mein erstes Restaurant auf dem Kudamm, hieß Visconti. 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 Visconti ist ein italienischer Schauspieler und Adelsfamilie. Super Location, leider ein bisschen zu groß, ca. 400 Quadratmeter. Da war es jetzt auch nicht so bekannt. Hast Geld investiert da? Viel Geld investiert. Und parallel kam ein Makler von mir, ein Freund von mir, sagte, Adrian, ich habe was Geiles für dich. Ich sag, was hast du denn? Club Far Out. Club Far Out war der Club. Kein Restaurant, Nachtgeschäft. Er sagt, Stefan, ich bin noch nicht so weit. Ich bin Club Bar, aber erst später. Nein, du musst Far Out nehmen. Alles verkauft, was ich hatte. Also hattest. Damals war Dresdner Bank hingegangen. Er sagt, ich brauche Geld. Wie viel? 1 Million Euro. Heike, die Direktorin, was? Er sagt, Heike, ich brauche. Ich habe das Konto verkauft, ich habe Kredit aufgenommen, ich hatte alles. So ein bisschen Vermögen, was ich hatte, alles aufgelöst und habe alles in den Club investiert. Zum damaligen Zeit war ich 27. Ich war 27, war mein erster Club. Ich war jung und musste leider sagen, unerfahren. Ich war noch nicht bereit vom Club. Und dann hast du es aufgemacht und hast gemerkt, scheiße. Erstes Jahr lief sehr gut. Clubgeschäft ist sehr hartes Geschäft. Ja. Dann hatte ich natürlich auch ein paar Fehler gemacht. Und im zweiten Jahr dann ging alles den Berg runter. Ich musste 2019 Insolvenz anmelden. 2019? Nee, 2009. 2009? 2009. 10 Jahre zu sehen. Ja, zu sie, ja. Genau. Also 2005, 2006. Genau, jetzt haben wir es. 2006. 2006, weil hier hast du 2010 eröffnet. Genau. 2006 hatte ich das Visconti. 2007 habe dann alles investiert in den Club. Und 2009 kam die Insolvenz. 2 Millionen? Fast 2 Millionen. Fast 2 Millionen. Und dann hast du gedacht, jetzt das war's mit mir. 2000 Mal. Nee, es war ein Montag, da war ein Gerichtsvollzieher, ich muss ja die Schlussleber geben, fragte er mich, ob irgendwas Persönliches mitnehmen. Und dann sag ich, ja, stimmt, eine Sache noch. Ich habe einen Safe mit 2 Millionen, die ich mitnehmen. Das wäre schön. Ich hatte eine Flasche Champagner. 6 Liter Champagner von Bollinger. Ich habe nur die Flasche mitgenommen. Zum Mittrinken? Nee, ich habe die Flasche noch mitgenommen. Wenn schon, denn schon. Und habe ich im Auto gepackt und Schlussliebergabe gesagt, okay, danke, auf Wiedersehen. Bin danach Café Hamlet gefahren mit meiner damaligen Freundin. Haben wir gefrühstückt, habe erstmal mit ihr Schluss gemacht. Und nach dem Frühstück habe ich zu mir gesagt, Adriano, du hattest nie einen Club gehabt, du hattest nie 2 Millionen D-Mark gehabt, du hast nie Geld verloren nach dem Frühstück. Übergibst jetzt alle deine Leasingsautos, Wagen und morgen fängst du von null an. Und neu, und alles neu, weg. Alles weg. Sonst hättest du dich ja die ganze Zeit blockiert und schwer gemacht. Ich bin ein ganz extremer Typ. Was gestern war, interessiert mich gar nicht. Für mich ist wichtig, was morgen kommt. Lebst du immer im Hier und Jetzt? Jetzt du genießt dein Leben. Jetzt. Gestern, also ich bin nicht nachtragen. Ist verloren, Bro. Was willst du machen? So ist das Geschäft. Man geht nach oben, man geht nach oben. Und das wieder Kaffee Hamlet, hat ein geiles Frühstück. Ich habe mit allem Schluss gemacht. Freundin, Freunde, komplett alles. Nach Hause gegangen, einfach mal runter und bin dann neu gestartet. Dann hast du 2010, sind wir jetzt, diesen Laden gefunden. Aber du hast kein Geld gehabt, ne? Ja, hatte ich auch keins. Wie macht man so einen Laden dann auf? Musst du Adriano Hess heißen. Also auch musst du improvisieren, musst du gucken, musst du finden. Ich hatte sehr, sehr wenig Geld. Also wirklich eher so, sagen wir mal, null. Ich habe ein paar Freunde angerufen, habe gesagt, ich habe einen Laden. Ja, nein, du wusstest, ich habe eine Pleite hinter mir. Keiner hat mir geholfen. Da ist so, ne? Kommt keiner mehr, ne? Aber ich okay, Nummer gelöscht. Dann den nächsten. Hey Bro, wie geht's? Ja, schwierig. Okay, danke, Nummer gelöscht. Geil, okay. Das feier ich. Das, also du hast auch eine richtig krasse Entscheidung getroffen. Okay, jetzt weiß ich, wer wirklich an meiner Seite ist. Ich hatte ja mit meinen Lieferanten so ein bisschen davor, wo ich gearbeitet habe und so weiter. Die haben mir ein bisschen geholfen. Mein Schwager hat mir ein bisschen geholfen. So ein bisschen Geld. So war jetzt mein Schwager. Und lief dieser Laden relativ gut an oder war das auch wieder so ein... Ich muss durchhalten. Ich musste hatte 4 Jahre zu kämpfen. Von 2010 bis 2014? Bis 2014, 2015 hatte ich echt
verkämpfen. Leute, ich muss dazu sagen, wir sind jetzt natürlich 2024. Durchschnittsbon pro Gast, darf ich das sagen? 80 Euro. Das ist Champions League. Ein Kellner, 4-5 Tische nur. Ein Kellner, 4 maximal 5 Tische. Ich wollte unbedingt von vornherein in Champions League spielen. Wenn du in Champions League spielst, musst du ja auch entsprechend abliefern. Und dann wurde Belucci bekannt. Wann war so der Punkt? War das ein Star, ein Promi, der kam? Wie kam das, dass das so abging danach? 2017 hat er so langsam angefangen. 18 war schon super. Dann kam Corona. Und dann wieder Scheiße. Dann kam Corona und dachte, okay, geil. 4-5 Jahre lang eine Katastrophe, dann geht es nach oben und dann kommt Corona. Ja. Dachte, okay, komm. Während der Corona-Zeit habe ich hier komplett alles nochmal umgebaut. Komplett. Also nochmal investiert. Nochmal investiert, komplett umgebaut. Aber wirklich komplett. Und das war ein Knick, weil ich wollte lernen, Charakter geben. Ich wollte Leben geben. Wie sah er vorher aus? War auch Tischdecken, Fliegen? Es war Tischdecken. Es war nur halt, ich war nicht zufrieden. Es war nicht belustig. Also ich bin ein Chaot. Also wenn du bei mir im Büro gehst und sagst, Adriano, ich brauche eine Rechnung von 2 Jahren. Findest du? Der liegt irgendwo da unten, aber nicht im Ordner. Aber hier ist top alles. Aber hier ist top. Genau. Also. Und nach Corona war super. Und ich muss halt dazu sagen, dass meine Ex-Freundin, Michaela Schäfer, auch natürlich unterstützt und dazu beigeführt, dass hier halt ein Promi-Lokal. Als ich 2017 hier war, ja, war sie mit ihren Model-Freundinnen hier. Ja. Und ich habe das schon gesehen. Dann bist du ja auch sehr oft in der Bild-Zeitung gewesen, RTL-exklusiv, Adriano, Michaela Schäfer. Ist das auseinandergegangen? Eine persönliche Frage, auch weil du Gastronom bist, ein bisschen chaotisch bist. War das für eine, sag mal, Ossis oder Ostdeutsche, sind ja sehr getaktet, Disziplin, haben wir so gelernt. War das so ein Thema? Nee, gar nichts. Null. Sie ist eine hervorragende Geschäftsfrau und das war gar nicht das Thema. Sie hat mich machen lassen, also sie hat mich sogar hier mehr unterstützt. Mhm. Als ich. Du sie? Ja. Auch finanziell? Unter anderem. Und, Probst. Hammer. Das war absolut der Grund, weil sie hat mich machen lassen, was ich will. Also ich bin um 4, 5, 6, 7 Uhr, 8 Uhr, 9 Uhr morgens nach Hause. Mit gefeiert und mit richtig. Gefeiert und gemacht. Und dann bist du nach Hause gekommen, dann lag die da und sie hat nicht gesagt, wo kommst du her, Mensch? Sogar der Frühstück war es von ihr. Also die ist so eine richtige. Mega, mega, mega. Stand hinter dir. Aber 110%. Darf ich fragen, warum es zu Ende gegangen ist? Er ist letzte Woche in der Bild-Zeitung gelesen. Ich hatte davor keine längere Beziehung gehabt. Ich liebe meine Freiheit. Aber die Beziehung hat mir gut getan, muss ich dir ehrlich sagen. Mhm. Die ist die erste Frau, die vom Pferd zusammen war. Die hat mir sehr gut getan. Aber ich spüre so ein bisschen ihr Herz. Natürlich, aber 5 Jahre ist eine längere Zeit, klar, natürlich. Ja. Also, so einfach. Und ihr wohnt noch zusammen? Wir wohnen noch zusammen, ja. Also man weiß nicht, nee, Michaela Schäfer, auf jeden Fall spüre ich hier sehr viel, immer noch sehr viel Amore. Nee, guck mal, wir leben noch zusammen, wohnen zusammen, trinken Kaffee zusammen. Natürlich sind noch Gefühle da, definitiv. Vielleicht wird es ja noch mal. Wer weiß. Also Michaela, bitte nicht die Türe zumachen. Wir Männer sind Ochsen manchmal und manchmal machen wir Fehler. Frauen können aber schneller so Strich ziehen. Ne? Wenn sie einen Strich ziehen, dann ziehen sie Strich. Und wir Männer sind dann immer so, dann merken wir erst, was wir verloren haben. Aber wir lernen ja auch dazu. Jeden Tag. Jeden Tag. Jeden Tag. Jetzt steht der Laden, Corona ist vorbei. 2 Jahre wurde ich auf Instagram bombardiert mit der Belucci Bar. Hier ist sie noch drauf. Umsätzig, Champagner, Getränke. Ich glaube, das war die Bar Berlins, Belucci Bar, oder? Das stimmt. Sie war die Bar Berlins. 2,5 Jahre lang. 300 Meter von hier, du hast quasi hier zugemacht und die Gäste sind rübergegangen. Genau, 300 Meter von hier entfernt. Mit Vertrag unterschrieben, mitten in der Pandemie. Ich rief da an, sagt ja. Ciao, danke. Ciao. Ist der Laden zu vermieten? Der Aushauer meinte ja. Und dann fragte mich, junger Mann, Sie wollen Laden mitten in Pandemie anmieten? Sagte sie ja. Weil du gemerkt hast, die Leute gehen jetzt gern trinken. Das war ja so. Den Laden hatte ich seit 5 Jahren beobachtet. Aber ich gesagt, wenn der rausgeht, gehe ich da rein mit einer Bar. Ich speise Dinge. Also ich mache nicht für Zufall, sondern wenn ich lang laufe und ich sehe,
eine Lokalität, wo es mir gefällt, dann mache ich meine Analyse und speise. Und wenn es soweit ist, ich überlege nicht nochmal, warum, wieso, weshalb kommt, sondern ich habe alles schon vorbereitet. Wenn der Laden zu vermieten ist, rufe ich an, wann ist der Laden zu vermieten? Ja. Und dann zack. Und dann zack. Hast du Geld investiert? Gut, hast du schön gemacht? Sehr viel. 500? Mehr. Okay, viel Geld. Jetzt das passt auf. Das war ein Einzelhandel, muss ja komplett alles umbauten. Brandschutz. Brandschutz, Schallschutz, Umnutzänderung. Wie groß war die Fläche? Insgesamt 200 Quadratmeter. Also für eine Bar schon brutal groß. Kannst du den Zuschauern mal vielleicht sagen, an guten Tagen, was der Umsatz war von so einer Bar? Also Rekord. 50k. 50k. Ja. Mit einer Bar. 50k. Alter Schwede, ich dreh durch. Also das war. Also dein Geld hast du wieder reingeholt, weil wir reden jetzt in der Vergangenheit. Das war jetzt nicht immer, aber Rekord war 50k. Unglaublich. Ein Samstag. Wie viele Champagnerflaschen sind da? Boah, also. Keine Ahnung. Also Dom Perignon, Armand de Vignac, Magnus. Also ja. Also es war normal. Ein 5k Tisch, das war normal. Dann war aber Schickimicki da und. Promis und all die gesamte Szene, die man komplett, so... was man halt so kennt. Und dann musstest du den Laden zumachen und willst da jetzt einen Kaffee reinpacken oder ein Frühstückskonzept. Das warum? Tagesrestaurant, Frühstücksrestaurant, italienische Dolce Vita, Aperitivo, Weine, Lunch, Brunch, so in die Richtung. Ich muss leider Laden zumachen, wegen Lärmbelästigung. Hattest du Schallschutz? Aber das bringt nichts, ne? Ich hatte ja alle Auflagen erfüllt. Erfüllt? Komplett alles, von A bis Z. Aber wenn sich Leute beschweren, kannst du nichts machen. Von A bis Z. Und ich hätte ja weitermachen können. Nur halt, ich musste halt die Musik komplett runterdrehen. Kommt die Stimmung nicht mehr auf, ne? Kommt die Stimmung nicht mehr auf. Und ja, willkommen in Deutschland, willkommen in Berlin. Und das ist ja das Problem. Also du siehst nochmal so einen Peak und dann nochmal eine auf die Klatsche. Ja, genau. Also, die Bar lief von Tag 1. Was war das Geheimnis, warum die Bar solche brachiale Umsätze? Du hast ja gesagt, die normalen Tage, die gut waren, am Wochenende warst du auch schon über 20k, 25k, ne? Erstens, mega Standort, mitten auf Kudamm, mit einer riesen Terrasse, über 100 Plätze. Jetzt reden wir im Sommer. Krass. Also es ging schon ab 17 Uhr los mit Terrassen. So ab, genau, so 18 Uhr ging ja los. Die Einrichtung, Getränkeauswahl, Cocktails, Türpolitik. Strenge Tür? Also mega strenge Tür und vor allem die DJs waren mega und die Anlage war mega geil. Und auch durch Michaela Schäfer, dass da auch viele DJs gekommen sind. Sie ist ja auch DJ, ne? Ja, ja. Nee, nee, auf jeden Fall auch durch sie. Der ehemalige Bürgermeister von Berlin, Wovereit, heißt einmal auf Tagesspiegel, weil ich ja alle meine Geschäfte oft in Kudamm waren und sind im Umkreis von 1 Kilometer. Und hat mich als Kudamm-Cowboy bezeichnet. Ich kenne auch sehr viele Leute in Berlin. Sind ja auch alle, ich glaube, hier auch Stammgäste. Sind auch hier und von anderen Läden und etc. Und du, das hat sich alles so entwickelt. Hast du eine verrückte Geschichte, so, wo du sagst, boah, die Geschichte von dieser Bar, was passiert ist, wo du einen sagst, eine Geschichte kann ich mal raushauen, ohne den Namen zu nennen? Ich habe sehr viele Geschichten. Sehr viele Geschichten, ne? Aber was in der Bar war, bleibt in der Bar. Bleibt alles in der Bar. Das passt hier gerade nicht. Du hast bestimmt mitgetrunken, mitgefeiert? Ja. Sonntag, Montag, K.O. Sonntag, Montag, K.O. Der Samstag war der schönste Tag. Ich liebe meinen Job. Aber dann hast du ja mittags hier angefangen, bis 10, 11 und dann bist du mit den Leuten rüber. Also ich war jeden Tag, 9 Uhr, 10 Uhr hier. Bis 22 Uhr. Dann hat hier mein Bruder weitergemacht. Du bist rüber. Und dann ich bin rüber. Bis 4, 5, 6, 7, 8. Krass. Das muss man im Alter auch alles verkraften also können. Ich merke es jetzt. Aber du hast keinen Bauch, nichts. Du machst so Sport? Oder? Doch, ich mache Sport. Ist ja nichts. Ich mache wirklich 3 bis 4 Tage die Woche Sport. Personal Training. Deswegen bist du so fit. Ich liebe Schwimmen, Saunen, da achten sie auf die Ernährung. Ich trinke auch gerne ein Bier. Guck mal, ich trinke Corona. Damit du es nie wieder vergisst. Nein, irgendwie, ich bin jetzt auf Corona. Trinkst du regelmäßig? Also am Wochenende meistens. Mhm. Und so zum Montag und Donnerstag. Also unter der Woche nicht so, ja, nee, so am Wochenende. Geht nicht mehr. Deswegen trinke ich ja nur Corona, ich kann kein Alkohol mehr sehen. Ich kann wirklich keinen Alkohol mehr sehen. Also, macht mir auch keinen Spaß. Okay, war seit 2002. Selbstständig, Gastro, Nightlife, irgendwann. Also
Hinterlässt Spuren. Ne? Es macht mir immer noch mega viel Spaß. Ich habe außerdem noch eine Eiscafé eröffnet. Auch hier in der Nähe? Hier, 100, von hier 150 Meter. Und ab Oktober noch ein Restaurant. Erzähl mal wo. Como Restaurant. Heißt Como Restaurant. Mediterran Fusion. Im Hotel aber, ne? In welchem Hotel? Waldorf Astoria. Boah. 5 Sterne. Ist aber richtig oben eingestiegen. Das Ding wird laufen. Das Ding wird laufen. Kommen dann die Bellucci Bar Nächte dahin ab und zu? Ist was geplant, aber verrate ich noch nicht. Aber eins können wir schon mal verraten, strenge Tür. Mega. Aber auch viel Auf und Abs, ne? Ja, aber so, das macht das Leben schön. Weil, guck mal, es gibt nur schön oder böse oder nach unten. Das macht das Leben. Guck mal, das Business. Oben, drunter. Kommt immer wieder neue Geschäfte, dann läuft nicht, dann machst du zu, dann kommt das nächste Geschäft. Aber du willst in der Gastronomie weiterbleiben? Ja, definitiv. Und irgendwann im Alter, man 50, 55 vielleicht sagen, verkauf alles und dann lege ich mich, weiß ich nicht, irgendwo in Spanien, eine Villa, Finca und Füße hoch und dann so ein bisschen chillen? Gar keine Chance, ne? Also wir werden dich hier, Leute, wenn ihr nach Berlin kommt, nee. Mal irgendwie geil wann, dann sitzt Adriano hier. Bis wie lange noch? Guck mal, kannst du bis ins hohe Alter machen? Möge Gott mir Gesundheit schenken. Ja. Ich werde hier noch bis 85, 90 mit Stopp hier bleiben. Ja, Adriano, aber Gastroflüsterer heißt auch, ich muss deine Trüffelpasta probieren. Unbedingt. Kalli, Kalbsstatter vorneweg, Pasta mit Trüffelhauptgang und bitte eine Focaccia. So Leute, wir sind wieder im Hotel angekommen, Bellucci. Das Essen top, Getränke top, der hat sein Klientel. Aber am Ende, so der Case ist eigentlich sehen und gesehen werden. Und die Menschen kaufen sich schon auch ein Stück weit die Wertschätzung. Und das ist auch bei solchen Konzepten das USP. Klar muss das Essen schmecken, klar muss es gut aussehen. Aber es geht um, ich bin was Besonderes, wenn ich da bin. Und das funktioniert und dafür 80 Euro pro Person ist schon ein Brett. Aber wenn man jetzt Adriano auch nochmal angehört hat, wenn man solche Gastronomen sieht von außen, denkt man sich, boah, Alter, das Leben hätte ich gern, sitzt da. Aber in der Story haben wir auch halt gesehen, ne, allein wie es hoch und runter geht und vor 2 Jahren noch in die Bar investiert für 500.000, jetzt ist sie zu. Aber er macht weiter und jetzt kommt das nächste Projekt. Deswegen du, mein lieber Gastrokollege oder selbstständiger Unternehmer, man muss alles dafür geben und die Buddhisten sagen Ursache und Wirkung und versuchen die besten Dinge täglich zu tun, sehr bedacht Dinge zu tun, damit die Wirkung für dich so stabil wie möglich läuft. Hier kann ich nur sagen, gerade für die Gastrokollegen, Achtung mit dem Alkohol, nicht zu viel selber feiern. Man ist ganz schnell in dieser Welt auch so, dass man sagt, boah, schickimicki schön und lass es mir jetzt gut gehen, aber wie lange willst du das machen? Hat Adriano selber auch gesagt, nichts ist so, wie es von außen scheint. Also jeder Mensch hat seine Höhen und Tiefen und deswegen achte auf dich, schau auf dich, guck auf dein Game, guck auf deine Bubble und versuch jeden Tag die richtigen Schritte zu gehen. Vielen Dank, dass du dieses Video angeschaut hast. Kommentiere gerne. Vielleicht schreibst du auch einfach in die Kommentare, wen sollen wir als nächstes besuchen. Und an der Stelle sage ich vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du zugeschaut hast und bis ganz bald.